Wobei hört sich das jetzt so an, als wenn ich das gerade schon gewusst hätte, dass es hier zwei gibt. Nein, also. Ich habe den nur gerade so halb leuchten sehen. Da muss man jetzt ehrlich doch schon anfangen mitzudenken hier in dem Spiel. Das ist ja schlimm. Ich habe gedacht, das ist so linear aufgebaut, dass man gar nicht denken muss. So, rein mit dir, Steinchen. Oh, scheint dem gefallen zu haben. Der Sound war zumindest okay. Aber ich bin wahrscheinlich wieder genau auf die andere Seite zuerst gegangen, ne? Die Programmierer haben bestimmt gedacht, ach, guck mal, der geht immer erst nach links. Sieht dann, ah, da ist ein Gestell. Dann geht er auf der rechten Seite und muss dann halt durch Springen versuchen, da oben hinzukommen. Und wird dann automatisch danach halt die Sache mit dem Arm machen. Aber nö. Das gleiche wie vorhin. Was haben wir denn noch hier, was wir machen können, tun können, erforschen können? Also hier in dem Portal gibt es nichts. So, Rückseite. Auch nichts. Da hoch kommen wir auch nicht. Dann sollten wir auch da. So, der ist fleißig am Pulsieren. Das hört man. Also der hat genug Power. Vielleicht muss ich das kurzfristig hintereinander machen. Das wäre noch so meine letzte Idee. Einmal. Und jetzt schnell rüber. Andere Steinchen holen. Und dann da hinten nochmal reinpacken. Obwohl, das kann nicht sein, weil die... weil vorne die Stirnseite ja schon leuchtet, ne? Also das eine Gestell da. Ich schmeiß den jetzt mal da unten rein und probier's dann erneut. Nö. Das geht nicht. Aber jetzt krieg ich mein Steinchen wieder. Nee, ich... Tjo, ich weiß im Moment wirklich nicht weiter. Ich werde mal zu Fuß weitergehen. Ich würde mir fast vorstellen, dass wirklich Elita fehlt. Dass wir nur weitergekommen sind, weil es irgendwie vielleicht gebuggt hat oder so. Ansonsten sehe ich diese Passage mit diesem Fahrstuhl nämlich als äußerst unnütz an. Äußerst unnütz. Weil vor allen Dingen, wir haben auch immer noch diesen Jetpack-Brennstoff. Der ja eigentlich irgendwann mal zur Neige gehen sollte. Gut, aber hier. Ne, hier hilft er uns nicht. Hier gibt es auch eine, ja, so eine kleine Barriere, wie es aussieht, dass wir da nicht höher kommen. Ne. Ja, ich glaube, ich nenne die Folge mal die drei Fragezeichen, weil im Moment habe ich wirklich nur Fragezeichen. Ich nicht weiß, was ich noch machen soll. Das ist eigentlich logisch, ne? Da ein Steinchen rein, da ein Steinchen rein. Und dann da an dem das Knöpfchen drücke. Ich
werde jetzt nochmal die Idee von gerade verfolgen. Falls es geht, aber ich glaube, hier ist gar kein Steinchen mehr. Nö. Also der Stein ist hier noch drin. Dann organisiere ich jetzt nochmal den Stein von da drüben. Weil der Held hat ja jetzt wesentlich länger da in dem rechten oder von der anderen Seite aus gesehen in dem der linken Aufnahme gehalten und der hier vorne. Na. Vielleicht sind die Steine unterschiedliche Güteklassen. Ein A-Steinchen und ein B-Steinchen. Es soll ja nicht nur A- und B-Hörnchen geben, sondern auch A- und B-Steinchen, habe ich schon mal gehört. Habe ich aber nur gehört, weil ich das gerade erfunden habe. So. Nur aber. Nix. Gar nichts. Nee, ich drückt sich nichts. Steinchen ist drin. Die Einblendung seht ihr. M bzw. Y, wenn ihr mit Xbox-Controller spielt, aber... Ich werde nochmal in den Tod gehen und den letzten Kontrollpunkt starten. So, da sind wir. Und jetzt werde ich direkt die Reihenfolge nehmen, also die andere Reihenfolge nehmen. Nicht die, was wir gerade hatten. Aber ich gehe vorher noch einmal nach rechts und zeige euch den Knopf. Weil der Knopf ist gerade nicht beleuchtet gewesen. Dann hatte ich den Stein da reingetan und zack hat der geleuchtet. So, hier. Der Knopf da, ne? So, Steinchen ist nicht drin. Haben wir gesehen. Wir haben noch keins reingepackt. Wir haben den Kontrollpunkt ja neu gestartet. Nee, haben wir nicht. Wir sind ja nur am letzten Kontrollpunkt. Ach Leute, was ist das denn? Was für eine Option habe ich denn noch? Letzten Kontrollpunkt, Optionen. Ich kann nur ohne Beenden nochmal rausgehen. So, wir sind ohne Speichern jetzt raus und sind genau an diesem Punkt hier wieder erschienen. Das scheint also funktioniert zu haben, denn da vorne ist nochmal den Part, den man lesen kann. Den habe ich ja vorhin schon gelesen, das heißt, das werde ich jetzt nicht nochmal tun. Ich werde nur den Punkt aktivieren. The Russians were studying these alien structures. What were they looking for? So, aber jetzt gucke ich mir doch wirklich nochmal den Knopf an. Ich meine, ich habe mich doch da nicht vertan. Nee. So, seht ihr? Aus. Jetzt kann ich M drücken. Was? Jetzt kann ich M drücken? Wollen die mich veräppeln? Das kann doch nicht sein, oder? Doch, das funktioniert jetzt.
Das kann nicht wahr sein. Dann war das gerade wirklich ein Bug. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei dem ersten kleineren Bug, der uns allerdings das Leben etwas schwer gemacht hat hier in dem Spiel. Denn so kleine Sachen wie einmal kurz in eine Röhre plumpsen. Na, und halt, wie schon erwähnt, dieses Bonuslevel von Super Mario, Spoiler, zu finden, nenne ich jetzt nicht unbedingt Bug. Das ist ein ein kleines Gimmick, würde ich eher sagen. Es stört nicht wirklich. Na, aber hier, dass man also alles richtig gemacht hat und dann nur die die Taste M dann nicht erkannt wird, aus irgendeinem Grunde. Das ist dann doch schon etwas frustrierend. So. Und M. Jo, jetzt geht alles. Schon was gemacht. Ich habe den unteren gedrückt und den linken. Aber hat sich... Ups. Ah. Hui. Uhui. Je, jetzt dreht sich das Ding ja auch noch. Ich ahne was. Ob das so eine Art Lichtwellenweg ist, dass wir da auf diesem grünen Strahl vielleicht weiter müssen. Ja, dann mal schnell da hoch. Da ist sie. Da ist Elita. Also hätte gerade Elita auch schon mitkommen müssen. Ja, ist also so, wie ich vermutet hatte. Wir haben den Fahrstuhl holen müssen. Dann wäre normalerweise Elita mitgekommen. Hätte hier gewartet. Und wir gehen jetzt... Ui, ui. Ui je, was ich alles hier mache. Ja, und dann, wie gesagt, wäre das jetzt passiert, was gerade passiert ist. Nur halt schon eine Etappe früher. So, verbuchen wir das jetzt einfach unter dem Part, wir haben alles richtig gemacht, aber das Spiel hat es halt nicht so schnell erkannt, wie wir es gemacht haben. Ich denke mal... Es tut dem Spiel aber generell keinen Abbruch. So, Elita. Die ist schon wieder am Keuchen hier, die Dame. Gehe ich recht in deine Annahme, wenn du hier wartest und ich wieder den weiteren Part machen darf, ja? Wenn du meinst, ich soll das machen, atme bitte nur schwer. Okay. Jo, damit haben wir hier das nächste. Ups.
Och, kommt. Ja, genau. Und nochmal. Naja, den Weg kennen wir ja jetzt. Navi brauchen wir nicht. Unser Navi, Elita, ist ja eh schon auf der anderen Seite. Also wir werden dann jetzt definitiv nirgendwo mehr großartig runterspringen. Was haben wir denn hier Schönes zu tun? Der Seite gar nichts und hier werden wir wahrscheinlich nur den Knopf wieder drücken müssen. Knöpfe. Gewesen. Dann unten den und dann den. Genau. Wow! Die gehen doch bestimmt gleich zusammen, die beiden Cs, und werden dann ein U, oder? Nee, nicht wirklich. Wird da hinten wahrscheinlich noch erst was machen müssen. Ich werde mal riskieren, hier drunter herzugehen. Ja, okay. Okay. Hat geklappt. Werde ich jetzt allerdings nicht nochmal testen. Einmal reicht. Was erwartet uns denn hier für ein Puzzle? So, wir haben drei kleine Blöcke. Wir haben einen großen Block und zwei Kreise. Zwei Halbkreise. Ich würde jetzt vermuten, dass wir wahrscheinlich die Kreise einfach nur zusammenbringen müssen, oder? Was meint ihr? Ah, oder ist das so ein... Das scheint echt so ein Schieberätsel zu sein. Wo man nur in diese Spaten reinschieben kann, oder? Kann ich den auch hier einfach... Nee, rausschieben kann ich nicht. Ah, das wird dann doch schon tricky. Okay, wartet mal. Dann werde ich jetzt den hier nach vorne. Oh. Geht gar nicht. Ich wollte den jetzt nach vorne schieben und dann hier in die Lücke reinbringen. Dann hätte ich Platz gehabt, um den großen dahin zu schieben. Hm. Dann ist das wohl doch nicht so ein Schieberätsel. Ja, es ist ein Schieberätsel, das sieht man ja. Man kann ja die Steinchen hin und her schieben, aber es ist halt nicht so ein Schieberätsel, wie ich das jetzt in einer annähernden Lösung hätte. Ich schiebe das einfach mal noch dahin.
So, also der ist außer Augen. Das ist schon mal gut. So, ist die... Okay, der ist etwas länger für die Öffnung als hier die. Ah, guck mal, wie stark wir sind. Mensch, Jungs, Mädels, seht ihr das? Wir schieben hier die Blöcke nur so in die Gegend rum, dass es knallt. Ja, gut, schieben wir erst den raus. So, dahin. Dann schieben wir den. Na, komm schon. Hier rüber. Passt, genau. So. Haben wir jetzt gerade gesehen, dass wir den hier schieben können. Und nicht die andere Seite. Wow! Damit schieben wir... Damit schieben wir das große Portal zusammen. Ist das cool. Also, auch hier kann man wieder festhalten, meine Grundidee war richtig. Nur ich habe die beiden... Portale miteinander verwechselt. Nicht Portale, die beiden Ecken miteinander verwechselt. Denn ihr seht, wir machen jetzt genau das, was ich ganz am Anfang spiegelverkehrt gesagt hatte. So, ich kann das irgendwie so machen, dass ich die großen sehe. War das gut oder war das gut? Sagen wir einfach, das war gut. Schönes Schieberätsel zwischendurch. Ich vermute, wenn wir wieder gleich etwas näher sind, werden wir... Elite wieder schweben sehen. Oder ist Madame schon on the road? Nee, noch. Scheint noch nicht. Also dieses Stocken hatten wir ja schon, ne? Also wenn man läuft und dann dabei ganz so nach links guckt, dann ist das doch sehr am Stocken. Obwohl, wenn man geradeaus guckt, ist das überhaupt gar kein Problem. Da, jetzt geht Elita los. Also wenn man nicht diesen komischen Trick da macht, hier mit geradeaus laufen und links gucken, oder rechts gucken, dann ist das wirklich sehr flüssig, das Spiel. Da gibt es also nichts zu beanstanden. Identität der Ahnen. Unsere Wissenschaftler haben heute eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Wir hatten bisher angenommen, dass die Portalerbauer diesen Planeten verlassen hatten oder von den Wurzelkreaturen getötet worden waren. Aber wir lagen falsch. Die Portalerbauer sind lediglich eine fortgeschrittene Form der pflanzenartigen Spezies, die den Planeten bedeckt. Sie müssen diese Welt schon vor Äonen kolonisiert haben und brachten eine Vielzahl von Schwesternarten mit, die auf dem Planeten ausgesät wurden, um ihn bewohnbar zu machen. Tatsächlich glauben wir, dass die Arten auf dem Planeten weniger ein Ökosystem einzelner Arten ist,
sondern vielmehr ein dichtes, weltumspannendes Netzwerk. Es gibt einige größere und einige kleinere Arten, aber alle scheinen mit Hilfe des allgegenwärtigen Moses zu kommunizieren, dem grünen Feuer, das für das Leben auf dem Planeten entscheidend ist. Wenn man all dies bedenkt und wie die Wurzeln grenzenlos Formen imitieren können, haben wir es mit einer überlegenden und außerordentlichen Lebensform zu tun. Wow. Das wird echt immer besser. Also es ist das komplette, die komplette Fauna, die es hier gibt. Ein riesiges, ein riesiger Organismus. Der, ja, einfach zusammenarbeitet. Hallo Elita. Ich gehe schon mal den Weg weiter gucken. Du bleibst bitte hier sitzen, ja? Wir sehen uns dann, beziehungsweise ich hole dich gleich nach. Neues Ziel, Sauerstoffversorgung. Na, da haben wir es doch. Elita, ich renne mal kurz vor, das ist wichtig. I found my wife after searching for several days. She had fallen off some rocks while hiking and was lying unconscious in the woods near our house. I'll never forget. She was covered in leaves and there was moss or something beginning to grow on her toes. Uh-oh. I thought of that a few years ago and it made me realize how temporary our lives are. Das sooner or later. Nicht zu gehen. We have to let go. Hölle war das? Wo wir uns jetzt befinden, ob wir auf der Erde sind, ob wir immer noch auf dem Planeten sind,